wechseln wir uns ab. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen hier in der Staatskanzlei zum heutigen Pressebriefing zur aktuellen Lage und Maßnahmen, die die Landesregierung zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus getroffen hat. Herr Ministerpräsident hat zuerst das Wort, danach der Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, danach der Familienminister Dr. Joachim Stamp. Herr Ministerpräsident. Ja, meine Damen und Herren, die Entwicklung der Infektion mit dem Coronavirus in Nordrhein-Westfalen ist nicht nur dynamisch, sondern dramatisch. Es muss nun der Letzte verstehen, wir befinden uns in einer schweren Krise für die Gesundheit, für den Wohlstand und für den Zusammenhalt in unserem Land. Die Landesregierung arbeitet Tag und Nacht, die Coronavirus-Pandemie einzudämmen, und viele Menschen im ganzen Land arbeiten im Moment Tag und Nacht, um alles zu tun, diese Pandemie einzudämmen. Wir arbeiten dabei eng mit der Bundesregierung, aber auch im Länderkreis und mit unseren Freunden in Belgien und den Niederlanden zusammen. Wir werden das nur gemeinsam schaffen, dieses Virus zu bekämpfen, wenn jetzt alle mitmachen und helfen, Menschenleben zu retten. Es geht um Leben und Tod, so einfach ist das und auch so schlimm. Und wir sehen viele Menschen, die schon zu Hause bleiben. Wir haben das in den Kitas und Schulen gesehen, wie verantwortlich Eltern reagiert haben. Aber wir sehen auch, dass viele noch nicht die Botschaft verstanden haben. Und deshalb heute noch einmal der dringliche Appell: Bleiben Sie zu Hause und helfen Sie mit, das Virus einzudämmen. In diesem Sinne haben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder gestern beraten und wichtige Entscheidungen getroffen. Vieles von dem, was Nordrhein-Westfalen am Sonntag beschlossen hat, ist dann auch vom Bund aufgegriffen worden. Aber es gibt ein paar Maßnahmen, die noch weiter gehen. Und die haben wir heute in einer Kabinettssitzung, die wir derzeit auch nur digital durchführen und nicht mehr in regulären Sitzungen durchführen, die haben wir einmal nachgeschärft. Deshalb darf ich noch einmal deutlich machen, dass unser Erlass, den der Gesundheitsminister heute noch mal an die Kommunen weitergibt, Folgendes umfasst. Es werden geschlossen Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Opernhäuser, Kinos, Museen, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Spaßbäder, Saunen, alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen, Zusammenkünfte in Sportvereinen, sonstige Sport- und Freizeiteinrichtungen, Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros, Prostitutionsstätten, Spielplätze, Bolzplätze. Einige Regelungsbereiche sind im bundeseinheitlichen Katalog nun ergänzt worden. Es gibt auch Nachschärfungen. Bei den Gottesdiensten haben uns die Religionsgemeinschaften, die jüdische Gemeinde, die muslimischen Gemeinde, die katholischen und evangelischen Kirchen übermittelt, dass sie sich selbst bereits verpflichtet haben, alle Zusammenkünfte einzustellen. Deshalb gibt es hier kein Verbot, sondern eine Selbstregelung der Kirchen, was mir auch besonders wichtig war. Das gilt aber auch für jede kleinste Gemeinde, dass Zusammenkünfte nicht mehr erwünscht sind. Zu Spiel- und Bolzplätzen wird Minister Stamm gleich noch einmal einiges sagen. Wir haben dazu beschlossen, heute dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales außerplanmäßig 150 Millionen Euro kurzfristig noch heute zur Verfügung zu stellen. Damit sollen Schutzmasken und Kittel und Strukturen für zusätzliche Beatmungsplätze unbürokratisch und schnell ermöglicht werden. So viel zu der gesundheitlichen Frage, zu der Minister Laumann gleich nochmal ausführt. Wir werden in dieser Woche mit der Wirtschaft gemeinsam zusammensitzen,
mit Handwerk, IAK, Ärztekammer, DGB und den kommunalen Spitzenverbänden und werden da ein Paket vorlegen, das der Finanzminister und der Wirtschaftsminister ausarbeiten und das Soforthilfen für Unternehmen gibt. Das ist für die Unternehmen wichtig im Moment, aber die Gesundheitsfrage ist die im Moment wichtigere und deshalb hat die absolute Priorität. Auch der Bund wird seine Maßnahmen da noch einmal erläutern und deshalb noch einige Bemerkungen zur Situation an der Grenze. Wir haben Grenzschließungen in Bayern, Baden-Württemberg, dem Saarland und Rheinland-Pfalz mit dem Argument, dass es Hamsterkäufer aus den Nachbarländern gab. Die Situation an unserer Grenze zu Belgien und den Niederlanden ist anders. Ich selbst habe in den letzten Tagen, am gestrigen Abend, noch einmal mit der Premierministerin des Königreichs Belgien, Sophie Wilmes, und mit Mark Rutte in den Niederlanden verabredet, dass wir einen regelmäßigen Arbeitsstab zu Corona jetzt aktivieren, dass wir darüber hinaus hochrangige Notfallkontakte, die 24 Stunden erreichbar sind, installieren, weil viele Maßnahmen, die in unserer unmittelbaren Nachbarschaft getroffen werden, auch uns berühren. Und die Maßnahmen in Belgien und den Niederlanden sind sehr ähnlich denen zu Nordrhein-Westfalen, sodass Grenzschließungen im Moment nicht helfen. Im Gegenteil, sie behindern die Lieferketten, die wir dringend brauchen, denn wir wollen die Arzneimittel, die Lebensmittelsicherheit erhalten. Und das passiert bekanntlich in unserer Region über Grenzen hinweg. Deshalb sind diese Austausche wichtig. Wichtig ist aber auch, dass die Maßnahmen, die wir ergreifen, gleichermaßen in Belgien und den Niederlanden begleitet werden. Zwischen Bund und Ländern ist am Montag auch vereinbart worden, dass alle Maßnahmen bis zum 20. April befristet sind. Wir können nicht abschätzen, wie sich dann die Lage weiterentwickelt, aber wir brauchen jetzt mehr Tempo. Je schneller wir jetzt das öffentliche Leben herunterfahren, desto größer ist die Chance, dass wir am 20. April eine bessere Lagebewertung haben. Wenn uns das nicht gelingt, drohen uns auch Maßnahmen wie in Spanien und Frankreich. Und unser Ziel ist es, dass wir das aus eigener Kraft selbst schaffen, ohne dass es Ausgehverbote gibt. Aber das liegt jetzt in der Hand jedes Einzelnen, wie weit unser Land in der Lage ist, selbst herunterzufahren und jeden öffentlichen Kontakt zu vermeiden. Deshalb noch einmal der Appell: Bleiben Sie zu Hause, es sind schwere Zeiten und mögen wir uns da alle gegenseitig beistehen. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Jetzt hat der Gesundheitsminister das Wort zur gesundheitlichen Lage in Nordrhein-Westfalen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir von gestern 2744 Infizierte jetzt, Stand heute Morgen 10 Uhr, bei 3060 Infizierte sind. Und wenn man das einfach mal zusammennimmt, dann haben wir im Grunde in den letzten 4 Tagen eine Verdoppelung der infizierten Menschen bei uns in Nordrhein-Westfalen. Ich muss Ihnen auch leider mitteilen, dass wir mittlerweile in Nordrhein-Westfalen 12 Todesfälle haben. Alle Todesfälle in Nordrhein-Westfalen sind bis jetzt schwer vorerkrankte Menschen mit einem hohen oder höheren Lebensalter. Aber ich finde, auch diese Zahl gehört jetzt einfach dazu, dass man auch sie nennt. Wir haben alleine heute ja vier Meldungen bekommen über zusätzliche Todesfälle. Gestern waren wir noch bei 8. Warum wir das Virus unbedingt verlangsamen müssen in seiner Ausbreitung, das habe ich gestern Morgen schon mal gesagt, hängt nach meiner Meinung erheblich damit zusammen, wie die Kapazitäten bei den Beatmungsmöglichkeiten sind. Wir haben davon in Nordrhein-Westfalen, wenn wir jeden Aufwachs möglich machen, der zurzeit in den Kliniken möglich ist, 5.367 installiert, sind zurzeit 4.223. Und deswegen ist es eben wichtig, weil doch ein kleinerer Teil der Erkrankten diese Möglichkeit braucht, dass wir am Ende die Kapazitäten erreichen. Und deswegen ist diese Verlangsamung, die wir mit diesen Maßnahmen erreichen wollen, aus gesundheitlicher Sicht einfach unumgänglich. Und wir hoffen, dass diese Maßnahmen eben dazu führen, dass sich die Infektionszahlen wesentlich langsamer entwickeln, als wenn wir das nicht machen würden.
Ja, herzlichen Dank, Herr Minister Laumann. Jetzt würde Herr Minister Dr. Stamm noch mal zum Erlass und zu der Situation der Kinder ausführen. Ja, meine Damen und Herren, wir wissen, dass die Situation gerade für Familien mit kleinen Kindern eine ganz besondere Herausforderung sind. Und ich habe gestern gesagt, dass wir Spielplätze nur offen halten können, wenn Eltern sich an die entsprechenden Vorschriften und Gebote halten. Nach all dem, was uns auch heute Vormittag zurückgemeldet wird, ist das nicht der Fall. Die Botschaft ist bei vielen Eltern immer noch nicht angekommen, dass man jegliche Sozialkontakte vermeiden muss. Und deswegen müssen wir auf diese Situation reagieren und werden deswegen auch Bolz- und Spielplätze komplett schließen müssen. Das zeigt aber, und das ist der Appell nochmal an die Bevölkerung, an die Familien, anknüpfend an das, was der Ministerpräsident gesagt hat. Das ist ja ein Beispiel für alle Maßnahmen. Es ist jetzt an den Bürgerinnen und Bürgern, sich strikt an das auch zu halten, was wir jetzt hier auf den Weg gebracht haben, was die Art und Weise angeht, wie wir die sozialen Kontakte zurückfahren müssen, wie wir sie auf ein absolutes, notwendiges Minimum zurückführen müssen. Denn wenn sich daran nicht gehalten wird, dann werden natürlich andere Maßnahmen notwendig sein. Und deswegen nochmal der Appell an all die Familien. Ich bin selber in der Situation, dass ich zwei kleine Töchter habe und kenne die Schwierigkeiten. Bitte jetzt nicht auf irgendwelche Wiesen ausweichen und dann in mehreren Familienverbünden dort Picknick machen, sondern was man jetzt machen muss mit den Kindern ist, zu Hause bleiben, nicht zu Opa und Oma geben, nicht in den Betrieben jetzt private Betriebskitas gründen, nicht in der Nachbarschaft mit einem Erziehungsberechtigten mehrere Kinder betreuen, sondern in den eigenen vier Wänden die Kinder betreuen und an der frischen Luft dann den Spaziergang machen, aber dann auch nach Möglichkeit eben nur mit den eigenen Kindern. Das ist eine ganz harte Herausforderung und wir wissen das und wir kennen das aus der eigenen Situation, aber deswegen nochmal der dringende Appell, dass sich jetzt alle daran halten müssen. Ja, jetzt haben wir die Gelegenheit für Fragen. Wir mischen ein bisschen mit Fragen, die per E-Mail hier reinkommen, fangen aber an mit Herrn Dr. Küpper. Herr Ministerpräsident, Sie haben gerade gesagt, es kommt auf die Geschwindigkeit an, auf die Eile. Jetzt haben wir gerade gestern Abend noch die Entscheidung, Spielplätze offen zu halten, dann gelernt, die Bevölkerung hält sich scheinbar nicht daran, es kommt immer noch zur Ansammlung. Warum geht man nicht direkt den Schritt dann weiter, wenn es jetzt gerade eben um Eile geht und um schnellstmögliche dafür zu sorgen, dass die Flächen frei bleiben, dass man nicht in Kontakt kommt, dass man ähnlich wie in anderen Ländern eben auch sagt, wir schließen das jetzt und gucken dann in ein, zwei Wochen mal, wie es weitergeht? Also wir schließen es ja jetzt und wir haben gestern, also Folgendes finde ich ist in einer solchen Krise wichtig, dass man besondere Situationen im Blick hat. Und die besondere Situationen in verdichteten Stadtteilen im Ruhrgebiet, wo uns Virologen gesagt haben, die Kinder müssen auch an die Luft, hat zu der Überlegung geführt, nur für diese Fälle eine theoretische Ausnahmemöglichkeit zu schaffen. Im Rest des Landes sind Spielplätze geschlossen. Da diese Differenzierung scheinbar nicht verstanden wird, ist jetzt auch nicht mehr die Zeit für Differenzierungen, selbst wenn sie sachgerecht wären, sondern deshalb muss jetzt eine klare Sprache her und das heißt für den Erlass, alle Spiel- und Bolzplätze sind geschlossen. Punkt. So, das ist das, was uns heute Morgen dazu bewogen hat, so klar zu entscheiden. Dann Herr Dr. Burger. Aber das war zum Beispiel die gleiche Überlegung bei den Schulschließungen. Da war auch die Abwägung, was hilft es, wenn die Kinder bei den Großeltern sind. Das scheint zu funktionieren. Deshalb haben wir auch da jetzt komplett gleich am Anfang gesagt, wir schließen. Ausgesperren für weitere Bereiche im öffentlichen Raum? Ja, wir haben ja fast alle Bereiche des öffentlichen Raums jetzt untersagt. Ich habe ja alle die Bereiche genannt. Die Cafés sind jetzt noch mit hinzugekommen, die Kneipen. Wir haben eine Regelung bei den Restaurants und Gaststätten, wo wir am Sonntag noch gesagt haben, bis 18 Uhr, weil viele ihren Mittagstisch nutzen. Wir haben jetzt entschieden, um 15 Uhr werden alle Restaurants geschlossen. Auch das ist eine gravierende Maßnahme, die signalisiert, wer darauf angewiesen ist, sich Essen zu beschaffen, soll das können, aber beim Abendessen wird es nicht mehr in Restaurants stattfinden. Deshalb die klare Entscheidung 15 Uhr. Herr Dr. Burger.
Mikrofon. Herr Ministerpräsident, in Bayern ist ja der Katastrophenfall ausgerufen worden. Erwägen Sie das auch? Und wenn ja, warum nicht? Zwar ist im NRW-Gesetz im entsprechenden wohl nicht die Möglichkeit vorgesehen, aber Sie könnten ja den Krisenstab aktivieren der Landesregierung. Ja. Drittens noch, ärgert Sie, dass der Eindruck entsteht, dass Söder die ganze Republik vor sich hertreibt? Nein, das ärgert mich nicht, weil jeder weiß, dass Nordrhein-Westfalen bei allen Maßnahmen zum Teil schneller war und sie zum Teil identisch sind. So insofern, jeder hat da seine eigene Art aufzutreten. Das ist völlig in Ordnung und Nordrhein-Westfalen und Bayern ist in engster Abstimmung bei allen Maßnahmen, auch in der Formulierung der Erlasse, sind die beiden Länder sicher die Treibenden in Deutschland. Das hat beim Fußball angefangen. Das war für uns eine gravierende Entscheidung, mit 7 Bundesliga-Vereinen und 2 Derbys vor Augen zu entscheiden. Wir sagen ohne Zuschauer. Das war letzten Dienstag. Da war Bayern noch nicht so weit zu diesem Zeitpunkt. Aber es gibt keinen Wettbewerb unter den Ländern. Man muss jetzt einfach diese Entschlossenheit ausstrahlen und dann in Erlassen auch kompetent umsetzen. Und der erste Teil der Frage, ja, die Rechtslage in Bayern ist eine andere beim Katastrophenfall. De facto ist das, was im bayerischen Katastrophenrecht möglich ist, bei uns auch nach der jetzigen Rechtslage möglich. Also die Kooperation mit der Bundeswehr beispielsweise ist auch möglich, ohne dass wir einen Katastrophenfall erklären. Und wenn Sie die Maßnahmen in Bayern sich anschauen, sind die trotz Katastrophenfall exakt die gleichen wie in Nordrhein-Westfalen. Wir haben uns entschieden, dass die Koordination, die bei uns zurzeit beim Gesundheitsminister läuft, die optimal eingespielt ist mit den Landräten, mit den Kreisen und den Oberbürgermeistern und die sich vor allem um den gesundheitlichen Teil der Pandemie kümmert, dass das da optimal ist. Wäre es ein Krisenstab, wird das Ganze auf das Innenministerium übergehen und die Erfahrung, die jetzt da ist, müsste neu aufgebaut werden. Deshalb glauben wir, dass es da optimal ist. Die Landesregierung selbst koordiniert sich durch einen Krisenkoordinationsrat, die der Chef der Staatskanzlei leitet, mit allen Staatssekretären der Landesregierung. Und da findet ebenfalls eine optimale Abstimmung statt. Wenn es am Ende um öffentliche Sicherheit und Ordnung geht, dann ist der Zeitpunkt, an dem der Innenminister auch mit seinen polizeilichen Fragen gefragt sein wird. An dem Zeitpunkt sind wir aber im Moment noch nicht. Ja, jetzt eine Frage von außen sozusagen. Minister Stamp hatte gestern in einem WDR-Interview und auf Twitter angedeutet, dass sollten sich die Menschen nicht an die bestehenden Auflagen halten, es auch hierzulande wie in Frankreich oder Spanien zu Ausgehsperren kommen könnte. Wie konkret ist ein solches Szenario von Nordrhein-Westfalen, fragt Jana Hoffmann vom Evangelischen Pressedienst. Ich habe das eben gesagt, es wird über weitere Maßnahmen dann diskutiert werden, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger nicht an die Regeln halten, die jetzt notwendig sind. Das ist der Appell, dass wir das alle tun müssen, dass wir alle unseren Ego zurücknehmen müssen. Wir haben auch immer gesagt, dass wir als Politik wissen, dass wir der Bevölkerung sehr viel zumuten und dass es für uns vielleicht auch mit unseren Apparaten noch etwas einfacher ist. Aber dafür sind wir auch Tag und Nacht im Einsatz, um eben die entsprechenden Maßnahmen vorzubereiten, um das Virus einzudämmen. Und ich habe eben ja nochmal darauf hingewiesen, dass dieses Beispiel einfach es nochmal sehr plastisch macht, dass wenn eben erkennbar ist, dass man sich nicht an die Spielregeln hält, dass dann weitere Maßnahmen folgen müssen. Auch hier vielleicht noch zur Ergänzung, das ist auch wichtig, das ist eine gravierende Maßnahme, dass wir die dann abgestimmt mit den anderen Ländern und der Bundesregierung erfassen. Ich hätte mir schon jetzt mehr europäische Abstimmung gewünscht. Jeder macht im Moment da seine eigenen Dinge. Wir stehen bereit, sobald die Bundesregierung die Lage anders bewertet, auch hier zu handeln. Nur da ist heute der Zeitpunkt noch nicht da. Und das kann nicht ein Bundesland alleine machen. Nochmal direkt die Anschlussfrage zum Thema Gottesdienstbesuche. Kommen zwei. Einmal von Frau Hoffmann, EPD. Inwieweit gelten die bisherigen Anordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen auch verbindlich für Gottesdienstbesuche? Wir hatten das schon. Ja, im Grunde genommen das Thema die Selbstverpflichtung und Herr Pascal Beuker von der Taz fragt nach aktuell zu der Ausführung. Ministerpräsident Laschet hat gerade ausgeführt, dass es in Nordrhein-Westfalen
kein Verbot von Zusammenkünften in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaft gibt, sondern eine Selbstregelung. Wie kann die Landesregierung sicherstellen, dass sich alle Glaubensgemeinschaften, auch kleinere christliche oder muslimische, daran halten? Alle Zusammenkünfte sind untersagt, prinzipiell. Und sie sollen auch in Gotteshäusern unterbleiben. Die Selbsterklärung der Religionsgemeinschaften ist da. Wenn es Fälle gibt, wo man erkennt, es wird sich nicht an die Regel gehalten, gilt der Obersatz. Frau Koch. Es gibt ja auch zahlreiche private Wohnanlagen, wo es dann auch Spielplätze gibt, wo steht privat. Können Sie da auch das Spielen verbieten oder haben Sie darauf keinen Zugriff? Und nochmal eine Frage an Herrn Laumann, nochmal zur grundsätzlichen Einschätzung. Also es sind schon mehr als 200 Menschen an Grippe in diesem Jahr gestorben. Was ist so viel schlimmer und dramatischer jetzt bei Corona? Also bei den Bolzplätzen gilt das auch für private Wohnanlagen. Genau. Also was an diesem Virus das andere ist gegenüber der Grippe, ist, dass wir erstens ganz klar nach wie vor keine Medikamente haben. Es gibt nichts, was wir medizinisch einsetzen können, wie zum Beispiel bei der Grippe. Das zweite ist, wir haben keine Schutzimpfung. Und das dritte ist, dass die Virologen sich mittlerweile sehr einig sind, dass dieses Virus sehr viel ansteckender ist und deswegen das Verbreiten des Virus wesentlich schneller geht wie bei einer Grippe. Es gibt Virologen, die sagen, 6 bis 7 Mal so ansteckend wie eine normale Grippe. Und das macht dann ja deutlich, dass wir sehr gucken müssen, wie wir eben für den kleineren Teil, Gott sei Dank, der Menschen, die so erkranken, dass sie die Unterstützung eines Krankenhauses brauchen, dass dafür schlicht und ergreifend dann auch die Kapazitäten zur Verfügung stehen. Denn wir sehen ja, wenn Sie nach Italien schauen, dass dort das Gesundheitssystem im stationären Bereich zurzeit das nicht mehr für alle Menschen gewährleisten kann. Ja, Frau Hülsmeier. Herr Ministerpräsident, Sie haben eben ein Soforthilfepaket angekündigt, was noch ausgearbeitet werden soll mit allen beteiligten Kommunen, Gewerkschaften und der Wirtschaft. Bayern hat 10 Milliarden Euro bereitgestellt, können Sie schon sagen, wie hoch sich das Volumen der Soforthilfe in Nordrhein-Westfalen bewegen wird? Nein, das wird ausgearbeitet. Das Ziel muss sein, dass kein Unternehmen insolvent geht, dass wir alles tun, damit nach der Krise die Unternehmer weiterarbeiten können. Die Bundesregierung hat im großen Rahmen für die beiden Gruppen agiert. Kurzarbeitergeld, schnell beschlossen, letzten Freitag, erste, zweite, dritte Lesung an einem Tag plus Bundesrat. Das ist jetzt bereits in der Wirkung. Die Unternehmenshilfen stehen bereit, unbegrenzt von Bundesseite aus, 500 Millionen Euro, um hier zu helfen. Und wir als Land werden jetzt, und deshalb ist dieser Gipfel so wichtig, mit den Banken, mit den Unternehmen, mit dem Handwerk, übrigens auch mit Kulturschaffenden und vielen anderen, die gleichermaßen betroffen sind, einen Rettungsschirm bauen. Und dazu werden wir Ihnen am Donnerstag dann Details vorlegen. Die gleiche Frage hatte Frau Bialdiga von der Rheinischen Post. Und sie stellt auch folgende Frage an Minister Laumann. Ist geplant, wie in Bayern auch Reha-Kliniken für Intensivstationen freizumachen und eine Meldepflicht für Beatmungsgeräte einzuführen? Also das ist bei uns auch so, dass wir die Reha-Kliniken mit in das Versorgungskonzept einbeziehen. Und der zweite Punkt ist so, wir sind wahrscheinlich Ende der Woche soweit, dass wir eine digitale Möglichkeit schaffen, dass wir genau wissen, wie viele Intensivplätze in welcher Klinik sind frei. Ich möchte auch, dass wir wissen, wie viele Corona-erkrankte Menschen in den Intensivplätzen sind. Und ich finde das ganz wichtig, dass einmal wir selber einen Überblick haben, aber noch wichtiger ist, dass Krankenhäuser dann, wenn sie überlastet sind, natürlich auch wissen, an welches Krankenhaus man sich in der Übergabe der Patienten wenden kann. Und ich glaube auch, dass das für das Gesamtsystem wichtig ist, dass alle Kliniken sehen, dass alle Kliniken an dieser Frage arbeiten und dass es da nicht die einen Kliniken gibt, die sich um alles kümmern und andere Kliniken gibt, die sich vielleicht weniger kümmern.
Also auch eine Transparenz in dieser Frage unter den Krankenhäusern herzustellen. So, das wird nochmal ansteigen jetzt, weil seit Montag, also seit gestern, die Weisung oder der Wunsch, eine Weisung kann man nicht erteilen, der Wunsch gilt, dass nur noch notwendige Operationen gemacht werden. Je schneller das jetzt wirkt, je mehr wird die Zahl der Intensivplätze ansteigen und dass wir da einen guten Überblick haben und auch helfen können, wenn in Kreisen Engpässe sind, ist ebenfalls wichtig. In Heinsberg ist es schon passiert, dass wenn es Engpässe gab, wir Wege gefunden haben, wie man helfen kann. Diese Herausforderung, das auszugleichen, wird in den nächsten Tagen natürlich dramatisch steigen, wenn in jedem Kreis die Plätze eng werden würden. Und deshalb sind die exakten Zahlen für uns da sehr wichtig. Ja, Tobias Blasius von der WAZ hat noch eine Frage in dieselbe Richtung. Minister Laumann, wenn sich die Zahl der Infektionen in 4 Tagen verdoppelt hat, hat sich auch die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen verdoppelt? Fragezeichen. Was melden die Kliniken da zurück? Also wir haben bis jetzt keine Zahlenerhebung, wie viel an Corona erkrankte Menschen auf Intensivstationen sind. Ich habe sie nicht. Wir sind jetzt dabei, das zu erheben. Aber wenn wir diese digitale Möglichkeit haben, haben wir es ja ohnehin. Wir müssen ja sehen, dass dann auch alle Kliniken sich wirklich an dem Meldeverfahren beteiligen. Die Rückmeldungen sind so, dass wir außer Einzelfälle im Kreis Heinsberg bis jetzt keine Anzeichen von Kliniken haben, wo die sagen, Ministerium, du musst uns helfen, dass wir Verlegungen außerhalb unseres Kreises hinkriegen. In Heinsberg ist das vor 3-4 Tagen mal ein Thema gewesen, wo Gott sei Dank dann andere Kliniken uns die Patienten abgenommen haben. Das hat auch relativ unkompliziert geklappt. Ansonsten haben wir diese Meldungen aus Nordrhein-Westfalen noch nicht, dass wir auch regional an Engpässe kommen. Im Übrigen bei den Infektionszahlen, die wir in der Regel außerhalb des Kreises Heinsberg haben, sind wir ja auch noch bei Zahlen, die in einem Gesundheitssystem zu verkraften sind, zum jetzigen Zeitpunkt. Peter Berger. Eine Frage, der Hausärzteverband hat ja Ihnen einen Brief geschrieben, in dem drin steht, dass Sie die Maßnahmen der Bundesländer völlig unzureichend halten. Das müssen Sie doch nicht kommentieren, aber der zweite Teil ist interessant. Wir haben eine Reihe von Vorschlägen gemacht, was man tun kann, um die Situation in Nordrhein-Westfalen zu verbessern. Erstens kenne ich diesen Brief und zweitens... Also ich kenne den Brief des Hausärzteverbandes nicht. Kennen Sie nicht? Nein, von wann ist er denn? Heute Morgen. Ja. Gestern abgeschickt. Ja, es kann ja sein, dass er gestern abgeschickt ist. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht vorliegen und ich kann einen Brief nicht kommentieren, den ich nicht kenne. Und die zweite Frage an Herrn Stamm. Wir haben jetzt gerade nur bei den Appellen darüber gesprochen, Sie sehen bestimmte Bereiche, beispielsweise Eltern- und Spielplätze, wo das nicht richtig läuft. Gibt es denn auch andere Bereiche, wo die Landesregierung sagt, das läuft hier völlig auf dem Boden oder nicht korrekt? Und was muss passieren, um so eine Situation wie in Frankreich zu verhindern? Also die Spielplätze allein können es ja nicht sein, wo die Landesregierung nicht mit dem Verhalten der Bürger zufrieden ist. Nein, das ist ja auch genau der Punkt, auf den gestern im Bund, aber jetzt Sonntag ja auch schon bei uns im Kabinett reagiert worden ist und was wir jetzt nochmal heute weiter verschärft haben. Das sind zum Beispiel eben Situationen gewesen, dass Menschen in der Außengastronomie eng beieinander sitzen, als wäre nichts passiert. Und da ist offensichtlich das Bewusstsein bei vielen noch nicht angekommen. Wir haben eine erfreulich positive Haltung der Eltern, was die Schulen und die Kitas angeht. Dazu werden ja die Kollegin Gebauer und ich Sie morgen auch noch mal ausführlicher informieren. Aber wir haben eben trotzdem noch mal den dringenden Appell, weil wir wissen, dass das nach wie vor auch in verschiedenen Fällen der Fall ist, dass private Kinderversorgung organisiert wird, wo sich eben dann wieder so und so viele Kinder mischen, teilweise in der Nachbarschaft, teilweise auch von Betrieben organisiert. Und dann nochmal der ganz dringende Appell, auch das bitte zu unterlassen. Die Kinder müssen zu Hause in den eigenen 4 Wänden betreut werden. Also es gibt hier nochmal zwei Beispiele, an denen man das klar machen kann. Das sind ja die Bilder, die Sie auch ausstrahlen. Dass Menschen in Straßencafés beim schönen Frühlingswetter jetzt sitzen, ist unangebracht. Und deshalb werden Cafés geschlossen. Und das ist dann kombiniert mit einem Restaurant. Deshalb wird das auch ab 15 Uhr geschlossen. Nur die Außengastronomie zu verbieten, wäre jetzt auch wieder falsch, weil dann alle nach innen gehen und auf engerem Raum sitzen. Also das ist die Abwägung, die ich meinte. Nur wenn ein Café und eine Gaststätte ab 15 Uhr demnächst geschlossen ist, ist das Signal,
Wer da essen muss, soll das tun. Wer außer Haus Essen sich dort besorgt, in Ordnung. Aber nur weil Frühling ist, draußen sitzen, ist jetzt falsch. Und wenn Sie mal um in einer Stunde hier an die Rheinwiese kommen, können Sie beobachten, was ich meine. Eine ganz kurze, ja, bitte. Zum Thema Kommunalwahlen gibt es schon eine Diskussion, eine Frage darüber, ob die verschoben werden sollen, müssen, können? Nein, ja, Diskussionen gibt es über alles. Wir haben die Fristen geprüft, dazu ist heute kein Entscheidungsbedarf. Ich habe aber mit den Vorsitzenden von FDP, SPD und Grünen gesprochen, dass jedenfalls bis zum Ende der Osterferien keine Aufstellungsversammlungen stattfinden. Die Fristen laufen aber erst im Juli aus, sodass wir noch genügend Zeit haben, dann zu sehen, müssen wir an den Fristen was verändern und wo ist die Lage. Nur derzeit finden keine politischen Veranstaltungen bei allen demokratischen Parteien statt. Tobias Blasius fragt nach, wie wird kontrolliert, ob die Maßnahmen im öffentlichen Raum auch eingehalten werden? Wie das immer kontrolliert wird, durch die örtlichen Ordnungsämter, die das bei Gaststätten und Cafés relativ einfach machen können. Bei Spielplätzen sind sie jetzt angehalten, sich da, wo sie merken, die Lage ist nicht in Ordnung, dass sie da agieren. Lothar Schmalen. Ja, ich hätte doch noch mal eine kritische Nachfrage zu den Spielplätzen. Dient es der Klarheit, die ja eingefordert wird gegenüber der Bevölkerung, wenn die Bundeskanzlerin gestern Nachmittag live im Fernsehen erklärt, dass die Spielplätze geschlossen sind und die Landesregierung aber noch bis zum späten Abend sagt, die Spielplätze in Nordrhein-Westfalen sind mit der eben gehörten Begründung geöffnet. Dient es der Klarheit, wenn Grenzen in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz bis hin in die Eifel geschlossen sind und die Grenzen noch zu den Niederlanden und zu Belgien aber weiterhin geöffnet sind? Ist es nicht sinnvoller, das alles gemeinsam und einheitlich zu regeln? Da das Leben nicht einheitlich ist, brauchen wir Maßnahmen, die jetzt in der Krise die Zahl von Infektionen herunterbringen. Und ich will nicht die Grenzschließung in Bayern und Österreich beurteilen. Die Grenze ist dort für alle deutschen Heimkehrer offen. Jeder Deutsche darf einreisen. Dieser Deutsche ist aber das Problem, weil er aus Ischgl, was der zweite Quell neben Heinsberg heute ist, die Krankheit hierher bringt. Und insofern ist das in Ordnung, dass die Südländer das so beschlossen haben? Für unsere Grenze hilft es mehr, die Pandemie zu bekämpfen, wenn wir unsere bewährten grenzüberschreitenden Gesundheitskommunikationswege aufrechterhalten und vor allem die Lieferketten für Nahrungsmittel und Medikamente ebenfalls offen halten. Denn durch den Rückstau an den Grenzen, am Brenner 60 bis 70 Kilometer, kommen auch Versorgungsketten plötzlich in Probleme. Auch Lebensmittelversorgungsketten, auch Medikamenteversorgungsketten. Und deshalb ist es sachgerecht, dass der Bundesinnenminister, entscheidet ja nicht das Land Nordrhein-Westfalen, sondern der Bundesinnenminister, bisher die belgisch-niederländische Grenze offen hält. Und ich selbst mit den beiden Kollegen Ministerpräsidenten Belgiens und der Niederlande über diese Maßnahme sprechen. Das ist der erste Punkt. Und der andere, ich halte es immer noch für richtig, dass man in der Sonderlage Nordrhein-Westfalen, wir sind nicht nur landwirtschaftlich geprägt. In Mecklenburg-Vorpommern mag man das anders entscheiden. Aber wer das Leben der Menschen im Ruhrgebiet kennt, auf engstem Raum, muss mindestens mal prüfen, dient es nicht auch der Bekämpfung, Ausnahmen da zu erwägen. Mehr ist gestern nicht passiert. Und unser Signal heute ist, es hilft nur Klarheit. Und es hilft nur, das nicht mehr differenzieren, sondern das Gebot zu entscheiden. Und das haben wir heute im Kabinett gemacht. Aber dass ein Minister oder andere, der sich um Jugend kümmert, den Rat der Virologen, die Kinder müssen irgendwann auch mal an die Luft. Und wenn keine Luft da ist, weil keine Freifläche da ist, man darüber nachdenkt, dort eine Ausnahme zu machen, hat nichts mit der Klarheit, die bundesweit gilt, zu tun. Bundesweit hat die Bundesregierung und alles volle Unterstützung, aber wir haben auch unser Land im Blick. Herr Werle. Herr Minister Laumann, erstens die Frage, ab wann gilt das? Also ist ab heute 15 Uhr, sind die Restaurants zu?
Die zweite. Morgen. Also der Erlass 18 Uhr gilt seit Sonntag. Die Verschärfung gilt ab morgen. Okay. Dann die. Achso, die Spielplätze, genau. Also im Grunde genommen auch ab morgen. Dann die Frage, die Stadt Köln sagt mit der Abstandsregel in Restaurants, das sei nicht handelbar und haben gesagt, wir schließen alle Restaurants. Was sagen Sie dazu, dass die sozusagen über ihren Erlass hinausgehen? Und eine Frage, wie kann man sich das konkret vorstellen? Beispiel, ein Hotelier, die Ansage ist ja, keiner soll mehr aus touristischen Gründen im Hotel unterkommen. Wer prüft das? Also muss der Hotelier jetzt selber prüfen, ist das ein Tourist oder hat der irgendwelche Gründe? Und was wären da die Kriterien zu sagen, der Gast darf kommen oder eben nicht? Also, wenn eine Stadt wie Köln erklärt, dass sie alle Restaurants vollständig schließt, ist das ihre Verantwortung und ihre Entscheidung in den Ordnungsamt. Wenn man in einer solchen Stadt schlicht und ergreifend hier zu der Meinung kommt, dass man es nicht kontrollieren kann, ist das ja auch eine nachvollziehbare Entscheidung für die Stadt Köln. Es wird ja vielleicht noch andere große Städte geben, die das so entscheiden, ich weiß es nicht. Es gibt eben andere Gebiete, die sind sehr viel überschaubarer, wo man es anscheinend kann. Und die Frage, ob man die Tische nun 1,50 Meter, 2 Meter auseinanderziehen kann, muss natürlich jeder Restaurantbetreiber für seine Lokalität entscheiden. Ob es sich dann noch lohnt aufzuhaben, muss man auch mal ganz klar sagen, es wird ja keiner gezwungen aufzuhaben. Aber er muss eben diese Vorkehrungen in seinem Restaurant treffen, dass es eben diesen Abstand gibt, sowohl in der Außengastronomie wie in der Innengastronomie. Und wie das ein Hotel kontrollieren soll, es geht ganz einfach darum, dass die Menschen wissen, wir wollen keine Freizeitaktivitäten mehr bei Reisen, sondern wir können berufliche Reisen nicht alle verbieten, weil sie eben für die Daseinsvorsorge auch wichtig sein können. Aber ich glaube, es ist eher ein klares Signal an die Bevölkerung, dass es Freizeitreisen in diesem Land zurzeit weder ins Ausland noch ins Inland nicht geben soll. Und ich glaube, dass das vor allen Dingen hilft, dass Orte, die für Urlaub in Deutschland sehr bekannt sind, auch in dieser Frage dann wissen, damit umzugehen wissen, dass sie sich jetzt nicht zu einer Urlaubsdorf oder zu einer Urlaubsstadt entwickeln können mit diesem Erlass, den wir haben. Also wenn jetzt aber ein Einzelner reist, ob er jetzt dass man nachweisen kann, ist er geschäftlich unterwegs oder nicht, stelle ich mir auch eher schwierig vor. Sondern es ist eher ein klares Signal, dass wir eben vor allen Dingen in Urlaubsgebieten diese Reisen nicht wollen. Man muss das auch nochmal ableiten von dem, was die Bundeskanzlerin gestern gesagt hat. Touristische Reisen, Urlaubsreisen sollen nicht mehr stattfinden. Weder ins Ausland noch im Inland. Das ist die erste Aussage. Zweitens, Hotels haben die Möglichkeit, das zu differenzieren. In Berlin beispielsweise zahlen Sie eine spezielle Stadt- ab oder Tourismusabgabe, wenn Sie als Tourist kommen. Und dann wird genau geprüft, Business oder Tourist. Und diese Abfrage muss jedes Hotel unternehmen. Und wenn erkennbar ist, das ist ein touristischer Aufenthalt, muss die Übernachtung verweigert werden. So, jetzt wiederholen sich ja teilweise die Fragen, aber ich fühle mich sehr gebunden daran, die wirklich vollständig vorzutragen, nach bestem Gewissen. Hilmar Riemenschneider fragt, noch immer sind viele Innenstädte voll, ab wann gelten die in Berlin verabredeten Einschränkungen für den Einzelhandel? Ich glaube, das ist mit der Umsetzung heute klar. Gibt es Erkenntnisse, ob die Kommunen personell, Herr Ministerpräsident, gibt es Erkenntnisse, ob die Kommunen personell angemessen ausgestattet sind, um die beschlossenen Maßnahmen durchzusetzen? Erste Frage. Zweite Frage an den Ministerpräsidenten. Frau Gebauer hat angekündigt, dass Corona mit finanziellen Einbußen für die Bürger verbunden sein wird. Wie bewertet Ministerpräsident Laschet diese Aussichten? Erste Frage war die Ausstattung der Kommunen. Die zweite ist, wie die Aussichten der finanziellen Einbußen für die Bürgerinnen und Bürger bewertet werden, die sich aus der Corona-Infektionsverbreitung ergeben könnten. Naja, das wird sich zeigen, aber das ist bei vielen im Moment nicht die Hauptsorge. Es hat Auswirkungen für jeden, für jedes Unternehmen, für jeden Arbeitnehmer, für jeden, der eine Urlaubsreise gebucht hat, für jedes Restaurant, für jeden Künstler, für jeden Messebau, für alle. Die ganze Gesellschaft wird da ein Opfer bringen müssen. So, Teil 2. Teil 1, ja, die Kommunen sind ausgestattet, um das umzusetzen. Die Ordnungsämter müssen dann halt sehen, wie man auch innerhalb der kommunalen Verwaltung vielleicht Personal aus anderen Bereichen jetzt stark im Ordnungsbereich mit einsetzt.
Da gehen wir mal davon aus, dass das so ist. Und die Auswirkungen in den Städten, die man noch nicht sieht, unser Erlass gilt seit Sonntag. Und die Schließungen von Bars, Club, Diskotheken ist nicht erst mit dem Beschluss der Bundesregierung wirksam, sondern seit Sonntag. Jetzt wird nochmal nachgelegt für bestimmte Bereiche. Und ich glaube, dass man spätestens ab morgen und übermorgen auch erkennen kann, dass keine Restaurants mehr offen sind. Ab nachmittags. Herr Wernicke. Ja, zwei Fragen. Das eine ist, hat die Staatskanzlei, hat Ihr Team, Herr Würmer, so was vorbereitet für uns Nacharbeitende? Was gilt bisher, was gilt ab morgen? Also, dass man genau weiß, ja. Wo, wann, weil wir stehen noch nichts in der Hand. Oder bei Ihnen in der Hand. Und die zweite Frage, die richtet sich nochmal an Herrn Stamp. Herr Stamp, ich habe jetzt eben nochmal Twitter-Account gelesen. Diese, sage ich mal, jetzt hier so im Raum so betonte Differenzierung bei den Spielplätzen, ja, die Leute im Ruhrgebiet haben wenig Platz, ich kenne das Ruhrgebiet, da gibt es ja auch ein paar Wälder oder so. So las ich das ja gestern nicht, dass das nur sozusagen für Köln-Chorweiler und das dicht besiedelte Zentrum von Essen-Ost oder so gilt, ne? Sondern das war ja ein landesweiter Erlass für kein Spielplatzverbot in NRW, wenn ich das richtig verstehe. Also es war ja nicht jetzt sagt man, ein Widerspruch gegenüber der zum Beispiel den Aussagen der Kanzlerin, der sich nur auf dichte Ballungsräume bezog. Nein, wir hatten ja gestern uns verabredet, dass wir die Empfehlung, die gestern in der Vereinbarung zwischen den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin getroffen sind, spezifisch für Nordrhein-Westfalen heute konkretisieren. Und wir haben in dem Zusammenhang diskutiert, ob es Möglichkeiten gibt, unter bestimmten Voraussetzungen Spielplätze offen zu halten. Und dabei war natürlich klar, dass sichergestellt werden muss, dass sich Eltern an die entsprechenden Spielregeln halten. Nach all dem, was wir heute Morgen mitbekommen haben, ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen haben wir so klar jetzt entschieden zu sagen, wir machen es ausnahmslos, alle Bolzplätze und alle Spielplätze sind geschlossen. Ja, zu Ihrer Frage, Herr Wernicke, also die beschlossenen Maßnahmen von heute werden per Pressemitteilung jetzt gleich nochmal kommuniziert, deutlich gemacht und gibt mir die Gelegenheit, nochmal auf unser zentrales Portal hinzuweisen, was wir seit dem Wochenende geschaltet haben, land.nrw/corona, wo alle Informationen kontinuierlich, vor allen Dingen auch die meistgestellten Fragen aus der Bürgerkommunikation aktualisiert werden, jederzeit. Jetzt gibt es eine Frage von Herrn Dr. Küpper. Noch zwei Fragen, Herr Ministerpräsident. Zum einen gibt es, Heinsberg scheint in der Entwicklung etwas zeitlich voraus zu sein. Gibt es Erkenntnisse, die Sie oder Ihr Krisenstab, die Sie gewonnen haben? Und die zweite Frage wäre, in Großbritannien scheint es eine Art anderes Modell zu geben. Zugespitzt gesagt, man setzt auf eine Immunisierung in der Bevölkerung. Wie sehen Sie die Entwicklung oder die Vorgehensweise in Großbritannien? Ich will die nicht bewerten, aber wir machen in der Tat das glatte Gegenteil. Wir wollen verhindern, dass wir an einen Punkt kommen, an dem die medizinische Intensivbehandlung und Beatmung nicht mehr möglich wäre. Das ist unser Kampf, der Kampf gegen die Zeit und der Kampf, die Kurve zu verflachen. Das ist unsere Strategie. Ob die britische eine akzeptable ist, müssen die Briten beurteilen. Ich halte sie für falsch und unsere für richtig, sonst würden wir es ja anders machen. Und der erste Teil, Karl Josef. Also was die Frage in Heinsberg angeht, es ist in der Tat ja so, dass wir ja seit Dienstag nach Karneval dort den ersten Erkrankten hatten. Das ist ein regional sehr abgegrenztes Gebiet, wo die Krankheit 14 Tage länger ist wie im Rest von Nordrhein-Westfalen, mit einigen Sprengeln jetzt mal ausgenommen. Was wir daraus wissen ist, dass Gott sei Dank die Krankheit bei den allermeisten Menschen so flach verläuft, dass sie keine große medizinische Unterstützung brauchen, um diese Krankheit zu bewältigen. Und dass deswegen auch unsere Strategie von Anfang an richtig war, die leichten Fälle nicht ins Krankenhaus zu schicken, sondern sie in häusliche Quarantäne zu versorgen. Der zweite Punkt ist, das wissen wir aber auch durchs Ausland, dass Gott sei Dank Kinder mit dieser Krankheit noch besser fertig werden wie Erwachsene. Wir wissen auch, dass
Gott sei Dank nur ein sehr kleiner Teil. Intensivmedizin braucht mit Beatmungskapazitäten. Also wenn wir über Beatmungskapazitäten reden, reden wir ja nicht von Sauerstoff, sondern wir reden ja darüber, dass eine Maschine quasi die Funktion der Lunge übernimmt, dass dies ein sehr kleiner Teil der Menschen ist, die davon betroffen sind. Und man kann auch bis jetzt sagen, dass die Todesfälle, die wir haben, Menschen sind mit schweren Vorerkrankungen und ein relativ fortgeschrittenes Lebensalter. Das sind die Erkenntnisse, die wir haben, die wir aber ja auch doch durch China und auch durch andere Länder, wo es eher aufgetreten ist wie bei uns, auch haben. So, wir haben natürlich auch festgestellt, wo die Schwachpunkte sind. Darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Die Frage, dass uns Schutzausrüstungen fehlen, ist ein Schwachpunkt, das muss man ganz klar sagen. Aber den kann ich in der jetzigen Situation nur ganz schwer beheben, weil auf den Märkten einfach zurzeit nichts zu beschaffen ist. Und wir arbeiten da sehr eng zusammen, Land und Bund. Ich gehe auch davon aus, dass wir das jetzt stärker wieder überwinden, weil zum Beispiel China bestimmte Exportbeschränkungen aufgehoben hat. Aber das ist für mich eigentlich, da bleibe ich bei, aus dem Kreis Heinsberg die erste Erkenntnis, dass man nur für so kurze Zeit Schutzausrüstungen in den Krankenhäusern und auch im niedergelassenen Bereich hat, ist schon ein schwieriger Punkt. Und er ist ja auf der ganzen Welt da. Ist ja nicht nur eine Situation des nordrhein-westfälischen Gesundheitssystems oder des deutschen, sondern des gesamten Gesundheitssystems. Und ich glaube, dass diese Krise, das wird alles danach einmal eine Rolle spielen, aber dass diese Krise auf jeden Fall dafür sorgen wird, da bin ich ganz sicher, dass die Frage, wie autark muss Europa, wie autark muss auch Deutschland in solchen Pandemiefällen sein, auch was die Versorgung mit unbedingt notwendigen Materialien angeht, nicht nur diskutiert werden darf, sondern sie muss auch, finde ich, nachhaltig gelöst werden. Jetzt gibt es noch zum Komplex Wirtschaft noch zwei Nachfragen, und zwar von WDR, Christoph Ulrich. Schnelle Frage, wie er schreibt: Was sagen Sie zu dem Vorschlag von SPD und Grünen, ein Sondervermögen aufzubauen, um dafür die Schuldenbremse außer Kraft zu setzen? Das ist eine Frage an den Ministerpräsidenten, denke ich mir. Und daran anschließend Andreas Wiputa von der Taz. Welche Unterstützung plant die Landesregierung für die Wirtschaft? Genau. Können Sie bereits konkrete Summen nennen? Wie soll sichergestellt werden, dass die Unterstützung Betriebe und auch Selbstständige schnell erreicht, wenn Sie ergänzen möchten? Ja, dass sie Selbstständige schnell erreicht, macht das Wirtschaftsministerium jeden Tag. Die sind ja schon mitten in der Arbeit drin. Das Paket wird am Donnerstag vorgestellt, zusammen mit, also nachdem wir mit den Wirtschaftsverbänden gesprochen haben. Also das ist die Reihenfolge. Und dann wird auch die Frage des Volumens, was dafür aufgebracht ist, erkennbar. Okay. Auch Frau Biel-Dieger hat dazu gefragt, das betrachte ich jetzt mal als erledigt, selbstbewusst. Herr Trumm. Herr Ministerpräsident, die Herren Minister, mich würde mal interessieren, im Augenblick wird bei Ihnen Corona alles dominieren, das wird auch so sein wie bei uns. Gibt es denn abseits von Corona eigentlich noch andere politische Themen, die Sie überhaupt bearbeitet bekommen, oder muss jetzt auch die Regierung sozusagen bestimmte Pakete bündeln, verschieben, Pläne streichen, Alternativszenarien sich für manche politische Vorhaben ausdenken? Wie ist da im Moment der Stand der Dinge bei Ihnen? Naja, wir konzentrieren uns natürlich auf das Corona-Thema, aber es gibt andere Dinge, die auch weiterlaufen und die auch das Leben im Land aufrechterhalten. Deshalb werden bisher alle Gesetzgebungsvorhaben, das werden wir mit dem Landtag gerade in diesen Minuten besprechen, im Ältestenrat, die gesetzgeberisch erforderlich sind, die müssen auch weiter entschieden werden. Man kann da reduzierte Sitzungen haben, man kann digitale Sitzungen als Kabinett haben, aber Entscheidungen sind trotzdem noch weiterhin erforderlich. Da ist nichts aufgeschoben. Ja, die Fragen von Pascal Bolker zum Thema Spielplätze und Kirchengemeinden betrachte ich jetzt mal als erledigt. Pascal Bolker von der Taz, und dann fragt die Journalistin Sonja Medina. Die Bandbreite im Zusammenhang mit den Maßnahmen der NRW-Landesregierung: Wollen wir wissen, ob die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit unserer Journalisten noch gewährleistet ist, wenn sie mit einem offiziellen Ausweis des Deutschen Journalistenverbandes, DJV, sich ausweisen? Außerdem wollen wir wissen, ob Journalisten in Nordrhein-Westfalen in die Liste der systemrelevanten Berufsgruppen eingetragen sind und welche Möglichkeiten der Kinderbetreuung mit sich bringt. Ja, aber dem Journalist ist ja zumutbar, sich zu informieren auf der Seite. Seit Sonntag ist bekannt, dass Medien mit zur Grundversorgung gehören. Heute ist Dienstag. Also das ist eine Frage, die war leicht zu beantworten. Und der zweite Teil,
Die freie Bewegungsfreiheit gilt im Moment für alle Menschen in Nordrhein-Westfalen, also auch für Journalisten. Das ist eine gute Nachricht. Frau Hülsmeier. Herr Ministerpräsident, eben erreicht uns ja die Meldung, dass Herr Merz positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Hatten Sie in den letzten Tagen direkten Kontakt zu ihm und müssten Sie eventuell in Quarantäne? Nein. Gut, dann haben wir eine Frage von Herrn Neuhaus. Wie sieht es mit dem Einzelhandel außer Lebensmittel, Apotheken etc. aus? Welche Geschäfte werden geschlossen und ab wann? Das ist, glaube ich, erläutert worden. Dann gibt es eine sehr detaillierte Frage zu den Studierendenwerken. Wie sollten die Studierendenwerke mit ihren Gemeinschaftsverpflegungen an den Hochschulen umgehen? Sollten genau diese genau wie die Hochschulen geschlossen werden? Ich glaube, zu den Mensen ist eine klare Regelung getroffen worden in dem Erlass. Also hier muss man mal sagen, die Hochschulen sind nicht geschlossen worden, sondern der Semesterbeginn ist verschoben worden. Das ist, also der Vorlesungsbeginn ist verschoben worden. Das ist ein Unterschied. Zum Mensen haben wir eine Regelung drin. Ja, es sind alle öffentlichen Mensen geschlossen. Interne Mensen sind natürlich nicht geschlossen. Ja. Also zum Beispiel eine Kantine im Max ist nicht geschlossen. Sie darf nur keine Leute mehr bedienen außerhalb des Maxes. Sondern für die eigene Belegschaft hat sie offen und so ist das bei den Hochschulen auch zu verstehen. Ja. Haben wir bei Krankenhäusern auch so gemacht, dass die Kantinen der Krankenhäuser selbstverständlich das Krankenhauspersonal noch versorgen können, aber dass sie eben nicht mehr öffentlich zugänglich sind für die Besucherinnen und Besucher eines Krankenhauses. Okay, also dann, wir haben wirklich rege Beteiligung hier, funktioniert also ganz gut, die digitale Pressekonferenz. Frau Junghans vom BDR fragt, wie ist die Situation bei Bibliotheken, Herr Minister Laumann, dürfen die weiter geöffnet sein? Nein. Gar nicht beantwortet, ist geschlossen, genau. Müssen Touristen, Herr Ministerpräsident, die derzeit in den NRW-Urlaubsgebieten sind, ihren Urlaub abbrechen? Winterberg und so weiter. Ja. Sauerland. Ja. Also, ich habe bisher über die Frage nicht nachgedacht. Wir haben die Situation auf den Inseln in Norddeutschland, wo das Signal ist, der Urlaub ist beendet. Und wenn ab morgen Hotelbetriebe und Pensionen touristische Übernachtungen nicht mehr erlauben dürfen, müssen die den Urlaub abbrechen. Ja. Okay. Christoph Ulrich vom BDR moniert, dass ich nicht richtig die Frage gestellt habe. Ich wiederhole sie da nochmal. Sie wurde nicht wirklich beantwortet, so ist es gesagt. Es ging konkret um die Schuldenbremse. Ich wiederhole also nochmal. Schnelle Frage. Was sagen Sie zu dem Vorschlag von SPD und Grünen? Ich habe schon sehr klar die Frage beantwortet, dass sie am Donnerstag beantwortet wird in einem Gesamtpaket. Und nicht, weil heute eine Pressemitteilung einer Fraktion herausgeschickt wird, sondern in einem Gesamtpaket wird sie beantwortet. Okay. Jeder, der aber weiß, was im Moment an Milliarden bewegt wird, kann sich die Antwort am Donnerstag schon quasi erahnen. So, ich habe jetzt noch mal zwei Fragen hier. Eine Frage an Herrn Minister Laumann noch mal. Welche Möglichkeiten hat die Stadtverwaltung, wenn Ladenlokale nicht schließen möchten? Gibt es einen Bußgeldkatalog oder welche Mittel gibt das Land den Kommunen an die Hand? Das Land muss den Kommunen gar nichts an die Hand geben. Wenn einer sein Geschäft aufhat, obwohl er es nicht aufhaben darf, ist es eine Ordnungswidrigkeit. Und das kann das Ordnungsamt selbstverständlich auch mit Gebühren und mit Strafen belegen, je nach Angemessenheit. So, dann habe ich hier die letzte Frage, und zwar von Herrn Riemenschneider, Westfälische Nachrichten, auch an Herrn Laumann. Wie muss man die Verdoppelung der Infektionen binnen vier Tagen einschätzen, als eher steilen oder noch moderaten Anstieg? Ich persönlich halte das schon für einen besorgniserregenden Anstieg. So, wir werden jetzt ja in den nächsten 2-3 Tagen wiedersehen, wie sich das weiterentwickelt. Dann ist ja nochmal sehr spannend, wenn die Maßnahmen, die wir jetzt alle ergriffen haben, mal 10 Tage da sind. Welche Auswirkungen hat das auf diese Entwicklung? Aber das kann Ihnen mit dem besten Willen kein Mensch voraussagen. Dann Herr Berger noch. Schon mal gestellt, wenn Sie sagten jetzt hier am Wochenende, wenn Sie das mit den Intensivbetten ungefähr geregelt haben, also auch genau wissen, wo welche sind welche, aber die entscheidende Frage ist, wann können Sie denn das erste Mal sagen, der Kreis Heinsberg hat für Ende der Woche angekündigt, dass von den Menschen, die jetzt als infiziert gelten, welche davon geheilt sind, das ist ja eine total interessante Frage eigentlich, die auch vielleicht
wenn der Landtag der Zeit, wir haben schon 200 Menschen, die sind wieder gesund, dann wären die ja nicht mehr bei jetzt 700, sondern nur bei 500. Und dazu müsstest du eigentlich irgendwann mal auch eine Statistik geben. Ja, bloß die Frage ist, wie wollen wir die Statistik machen? Wenn ein Großteil, der größere Teil der Menschen, wo wir die Infizierung festgestellt haben, ist ja nicht in den Strukturen unserer Krankenhäuser, sondern ist von den Gesundheitsämtern in häuslicher Quarantäne gestellt worden für 14 Tage. Nach 14 Tagen wird diese Quarantäne ja in der Regel wieder, wenn die Teste so sind, aufgehoben. Und jetzt frage ich mich wirklich, wenn ich jetzt in den niedergelassenen Bereich gehe und sage, lieber Hausärzte, das macht mir darüber auch noch eine Statistik. Es ist nun mal so, dass das Meldeverfahren, so wie das RKI es vorgegeben hat, so ist, dass wir die Infizierten aufzählen. Dass natürlich ein Erkrankter, der vor 14 Tagen, 3 Wochen erkrankt ist, in der Regel heute wieder gesund ist, da können Sie von ausgehen. Und Sie können ja in den Statistiken auch sehen, die wir rausgeben, wie viele Leute Anfang März zum Beispiel erkrankt sind. Davon wird ein größerer Teil die Krankheit gut überstanden haben. Also das wäre praktisch für eine Wissensfrage, dass wir das nicht falsch machen. Müsste man eigentlich nur gucken, wenn, sagen wir mal, im Kreis Heinsberg die Zahl der Neuinfizierten sich verlangsamt, dann wäre das im Vergleich zu, sagen wir mal, 5, 6, 7 Tagen vorher, wäre das ein Indiz, dass die Welle ein wenig abebbt. So kann man das so sagen? Vielleicht ist der Kreis Heinsberg für eine solche Aussage etwas zu klein. Ja. Aber generell, wenn Sie jetzt mal nordrhein-westfälisch weite Zahlen nehmen würden, würde ich das bejahen. Wenn die täglichen Infektionszahlen runtergehen, ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Wir müssen nur wissen, dass alles, was wir jetzt machen, zeitverzögert wirkt. Also die Zahlen werden in den nächsten Tagen nochmal dramatisch ansteigen. Und was wir jetzt tun, ist Prophylaxe für in 2, 3 Wochen. Ja, und das sagt uns ja auch jeder von den Virologen. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die es haben, wo der Krankheitsverlauf so flach ist, dass sie die Erkrankung gar nicht richtig wahrnehmen, aber trotzdem andere Menschen anstecken können. Also diese Dunkelziffer an Menschen, wo wir gar nicht wissen, dass sie infiziert sind, gibt es ja mit Sicherheit auch in der Bevölkerung. Und deswegen gibt es ja auch Virologen, die darüber nachdenken, aber dafür ist es jetzt einfach zu früh, dass man sicherlich irgendwann mal, kann das jetzt medizinisch nicht begründen, aber in einigen Wochen, Monaten auch mal Menschen testen muss, quer durch den Bevölkerungsschnitt, um eben auch festzustellen, wie hoch schon die Herdenimmunität in dieser Frage ist. Also das wird ja von Virologen heute ganz klar gesagt, dass man das wahrscheinlich irgendwann mal machen muss, um überhaupt eine Einschätzung zu kriegen, wie die Situation ist. Ich kann das jetzt weder medizinisch bestätigen noch sonst was, aber das ist das, was in der Fachwelt durchaus überlegt wird. Aber das ist natürlich, ich meine, Sie müssen immer dran sehen, Dienstag nach Karneval, den ersten Fall in Nordrhein-Westfalen. Wir sind ja eigentlich am Anfang dieser gesamten Entwicklung. Ja, jetzt habe ich hier keine weiteren Fragen mehr. Dann kann ich aber ankündigen, dass für den morgigen Tag, an dem Tag, wo die Maßnahmen an den Schulen und Kitas ja vollständig greifen werden, der Familienminister und die Schulministerin planmäßig für ein Briefing zur Verfügung stehen. Wir laden dazu nochmal separat ein. Wir peilen die Mittagszeit an, 12 Uhr. Wir haben noch nicht gesprochen, aber wenn du nix, dann sagen wir 12 Uhr. Ja. Alles klar. So.